Willkommen zu diesem Lernvideo. Ich will Ihnen zeigen, wie man eine DC, also eine Dünnschichtchromatographie, quantitativ auswertet mit Hilfe des Programms ImageJ. Und dazu muss ich erstmal die DC-Bilddatei öffnen mit Open. Und bei mir heißt diese Datei dcquantitativ.tiff. Die können Sie auch downloaden. Die gibt es unter www.laborberufe.de. Und dann im Ordner Sonstiges, da unter diesem Namen DC-Quantitativ. So, wenn Sie die Datei öffnen, dann sehen Sie auch schon diese Flecken der entwickelten Platte. Und zwar gibt es hier einmal Kalibrierflecken, angefangen von 0,6 Mikrogramm, kaum zu sehen, ganz dünn, ganz wenig Substanz drauf. 1,2 gibt es einen Kalibrierfleck, 2,4, 4,8, 6 und 8 Mikrogramm als größter Kalibrierfleck. Und neben diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalibrierflecken gibt es auf dieser DC-Platte noch eine Probe, Sample genannt. Und bei uns wird es jetzt darum gehen, dass wir diese Fläche von diesen Flecken hier mit Hilfe von ImageJ bestimmen und dann eine Kalibriergerade erstellen, mit Hilfe dieser Massen, die ja bekannt sind. Und mit Hilfe dieser Kalibriergeraden können wir dann eben den Gehalt unserer Probe bestimmen oder die Masse unserer Probe bestimmen. Und als allererstes muss ich dem Programm mitteilen, den Maßstab. Zwar momentan rechnet es noch mit Pixeln. Ich weiß allerdings, dass diese DC-Platte genau 10 cm breit ist. Das ist eine 10 x 10 cm Platte. Und das kann ich dem Programm mitteilen. Nachher kann er nämlich die Fläche direkt dann in Quadratzentimeter oder in Quadratmillimeter bestimmen. Ist er nicht darauf angewiesen, in Quadratpixeln zu rechnen. Möglich wäre das aber auch. So, und um ihm jetzt den Maßstab festzulegen, gehe ich hier auf das Linienwerkzeug. Und von einem Ende der DC-Platte bis zum anderen markiere ich die Strecke. Wenn Sie die Shift-Taste gleichzeitig drücken, dann wird die Linie auch ganz waagerecht. Hier lasse ich die Maustaste los. Das sind also jetzt hier 10 cm. Das teile ich dem Programm mit unter Analyze, Set Scale. Das sind 816 Pixel, die er gemessen hat. Ich weiß, das sind 100 mm, also 10 cm, also Known Distance 100. Und Unit of Length, da gebe ich einfach Millimeter ein. Okay. So, jetzt kann es eben die Fläche dann auch gleich in Quadratmillimeter berechnen. Als nächstes muss ich den Bereich, der mich interessiert, wo ich die Flächen bestimmen will, freistellen. Der Rest des Bildes interessiert mich nicht. Und dazu klicke ich erstmal auf das rechteckige Auswahlwerkzeug hier und wähle diesen Bereich der Flecken aus. Ich schaue dabei ganz genau hin, dass mir nichts vom Flecken verloren geht. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig mitnehmen. Aber ich achte auch darauf, dass ich nicht über diese schwarze Begrenzung der DC-Platte hinauskomme, weil jedes bisschen Bildinformation, was unnötig ist, führt nachher zu Ungenauigkeiten bei der Flächenbestimmung. Also ich gehe genau hier hin, dass gerade der Bereich, der relevant für mich ist, auch wirklich ausgewählt ist. So, wenn ich das dann ausgewählt habe, dann gehe ich hier auf Image und dann auf Duplicate, duplizieren zu Deutsch. Und dann schlägt er auch schon einen neuen Namen vor für die Datei. Das quittiere ich mit OK. Und Sie sehen, es wird ein neues Fenster aufgemacht, wo eben dieser Bildbereich freigestellt ist. Und mit dem arbeite ich als nächstes weiter. Das andere können Sie minimieren, das andere Fenster. Als nächstes muss ich dem Programm beibringen, was ist Hintergrund und was ist Fleck. Und dazu wandeln wir das erstmal in ein Graustufenbild um. Dafür gehen wir unter Image, bei Type, wählen hier 8-Bit-Graustufen aus und es entsteht ein relativ kontrastarmes Bild, aber das reicht, um diese Flecken jetzt festzulegen. Zur Fleckenfestlegung gehen Sie einfach hier unter Image, Adjust und dann, also anpassen, Adjust und dann auf Threshold, zu Deutsch Schwellenwert. Und wenn Sie das anklicken, sehen Sie auch schon, dann hat er schon voreingestellt, was er als Hintergrund erkennt und was er als Fleck anerkennt. Aber wir sind noch nicht zufrieden, weil dieser letzte kleine Kalibrierpunkt, der fehlt noch. Und jetzt muss ich eben die Feineinstellung vornehmen. Dazu kann ich einfach diese Regler so verschieben, dass mir das Ganze optimal erscheint. Also sollen alle Flecken gerade gut
und groß zu sehen sein. Allerdings möglichst wenig Artefakte sollten vorhanden sein, also solche kleinen Punkte oder hier auch so gekörnte Strukturen, das wollen wir nicht haben. Und neben diesen beiden Reglern können Sie zur Anpassung auch hier die Methode, mit denen er die Schwellenwerte festlegt, ändern. Gucken Sie, dass Sie einfach das so eben damit rumspielen, dass gerade das so ist, dass es für Sie optimal erscheint. Kleinere Artefakte machen nichts aus. Im Übrigen ist es letzten Endes relativ unerheblich, welche genaue Methode Sie wählen, weil solange diese Methode alle Flecken betrifft, kürzt sich das nachher bei der Kalibrierung gerade weg. Und auch wenn jeder von Ihnen das jetzt ein bisschen anders einstellt, die Flächen mögen sich dann zwar unterscheiden, aber unterm Strich werden wir alle ein ähnliches Ergebnis zumindest bekommen. Mir erscheint diese Darstellung jetzt subjektiv am besten. Bei den einen Regler habe ich bei 0 gelassen, dann den anderen bei 158 und bei der Schwellwertmethode habe ich Mean ausgewählt. Und dann kann ich, wenn ich damit eben zufrieden bin, das Threshold-Fenster schließen. Also man sieht auch, dieser kleinste Kalibrierfleck ist jetzt auch deutlich zu sehen. So, jetzt schließe ich das Threshold-Fenster und bei Analyze kann ich jetzt Analyze Particles anwählen. Und da muss ich jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen, bevor er dann die Fläche bestimmt. Bei Size können Sie dem Programm mitteilen, ab wann er das Ganze als Fleck rechnen soll. Wenn Sie hier 0 als Untergrenze haben, dann wird er jeden kleinsten Partikel als Fleck anerkennen. Und das wollen wir nicht. Wir legen also einen Grenzwert fest. Ich sage jetzt mal, 2 oder 3 Quadratmillimeter sollte der Fleck schon groß sein, dass er das Ganze als Fleck akzeptiert. Und die Obergrenze, die lasse ich bei Infinity, also bei unendlich. Die Flecken dürfen so groß sein, wie Sie wollen. Bei Circularity, da könnte ich einstellen, ob er nur kreisförmige Strukturen als Flecken anerkennt oder auch längliche. Diesmal soll es uns egal sein, deswegen lasse ich die beiden Extremwerte stehen, 0 und 1. So, Display Results, die Ergebnisse soll er gleich anzeigen. Dann Summarize, auch die Zusammenfassung. Dann Add to Manager, also auch so ein zusätzliches Fenster, wo die Werte alle drinstehen. Hier ist eine relativ wichtige Einstellung, Exclude on Edges. Wenn Sie mal hier schauen, unser größter Kalibrierfleck, der geht ja bis an den Rand und unter Umständen sogar ganz klein ein bisschen darüber hinaus. Und wenn ich jetzt das hier anklicken würde, dann würde er diesen Fleck nicht mitzählen. Also er würde ihn exkludieren. Ich will aber, dass dieser Fleck natürlich auch ausgewertet wird. Deswegen muss ich schauen, dass ich das abwähle, diese Option. Und dann klicke ich auf OK. Und Sie sehen, dann geht eben ein Fenster auf mit den ganzen Flächen, die wir brauchen für die Auswertung. Diese Werte, die können sich jetzt gerade abschreiben auf ein Stück Papier und dann eben in ein Tabellenkalkulationsprogramm mit der Tastatur übernehmen. Oder Sie exportieren diese Werte, das geht auch, diese Flächen, das sind nämlich die Flächen in Quadratmillimeter. Zum Exportieren gehen Sie hier einfach auf File, Save As und dann speichern Sie das Ganze als Results, also unter Ergebnisse, .csv, Comma-Separated Values. Und in dieser Form können Sie das nämlich mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm importieren. Vielleicht sollten wir ganz zum Schluss beachten, also dieser Fleck Nummer 4, das ist der mit 35,008 Quadratmillimeter. Das ist mein Probefleck. Den lasse ich jetzt bei der Kalibriergeraden außen vor, sondern nur die anderen Flecken soll er eben zu einer Kalibriergeraden verarbeiten. So, wenn Sie doppelklicken auf diese Results-Datei, dann kommt auch schon das Importfenster, wird aufgemacht und da sehen Sie hier in der Vorschau, da ist die Fläche, die wir brauchen. Und es kann sein, dass Sie hier noch ein bisschen ein paar Haken setzen müssen oder wegmachen müssen, dass wirklich die Fläche unter Area steht und er das Ganze übernimmt. Mit OK können Sie dem dann sagen, übernimm die Werte. Uns interessiert bloß die Spalte hier, die anderen Spalten kann ich löschen. Und den Wert mit 35,008, den tue ich auch ein bisschen separieren, bevor ich die sortieren lasse nach der Größe, weil das war der Probefleck. Die anderen hier, die lasse ich jetzt nach der Größe einfach sortieren. Und
Da können Sie dann hier die Mikrogrammzahlen ergänzen. Die waren auf der ursprünglichen Bilddatei, waren die zu sehen auf der X-Achse. Und wenn Sie dann hier die Werte ergänzt haben, die Massen im Mikrogramm, dann können Sie sich ja eine Kalibriergerade erstellen. Und mit dieser Kalibriergerade und der Probefläche hier können Sie dann die Masse Ihrer Probe bestimmen. Schlussendlich sollten Sie zu einem solchen Ergebnis kommen wie hier, dass Sie eben einen solchen linearen Zusammenhang haben. So toll ist er zwar nicht, aber es ist auch nur eine halb quantitative Methode. Und mit den Werten von gerade eben, wenn ich die als Probefläche 35,008 nehme und das in diese Geradengleichung einsetze, komme ich auf 2,4. Bei Ihnen mögen sich die Werte hier unterscheiden und auch die Probefläche. Und natürlich wird auch Ihre Kalibriergerade ein bisschen anders sein. Ich hab das Programm nochmal gestartet und nochmal ein bisschen anders die Flächen ermitteln lassen bei den Schwellenwerten und habe dann beim zweiten Mal diese Flächen hier bekommen. Und Sie sehen, wenn man das aber hier konsequent auswertet, kommt ein relativ ähnliches Ergebnis raus wie vorher. Es ist relativ gut gelungen hier. Das kann bei Ihnen aber durchaus auch sein, dass Sie dann 2,0 rausbekommen oder sogar 1,9 Mikrogramm. Es ist also wirklich nur eine halb quantitative Methode. Aber so kann man eben letzten Endes die DC auch quantitativ durchführen und eben zu Ergebnissen kommen.